Liebe Freunde, hier ist euer Steinballen. Ja, die Gruppe hat sich inzwischen erleichtert, zumindest an Gewicht. Und ihr seht es, wir haben wieder leichtes Gepäck. Und vor allem haben wir sehr, sehr viel Gold jetzt bei uns. Das hat sich richtig gelohnt. 53, 54.000 fast. Sehr schön. Und was auch ganz interessant ist, hier stehen schon die beiden gesichtslosen Schwestern. Die eine, die wir gewissermaßen gerettet haben. Warte mal, die eine hatten wir gerettet, die andere... Ach so, die eine stand ja schon hier. Das heißt, die wir eben im Grab getroffen haben, die ist jetzt hier zumindest noch nicht zurückgekehrt. Ich bin mal neugierig, ich will die mal ansprechen. Mal gucken, ob sie noch irgendwas Neues zu sagen haben. Ah ja, schaut mal, wir können ihnen das nochmal erzählen. Ich fand eure Schwester in der Stadt der leeren Augen. Sie ist schon zurück. Ich kann euch gar nicht genug danken. Genau, das ist dann die offenbar. Und ich fand die andere Schwester im Grab der vergessenen Helden. Danke für eure Hilfe. Ich hoffe, es geht ihr gut. Sie lebt, ist wohl auf und wird bald zurückkehren. Sie bat mich, euch diesen Räucherkessel zu geben. Ich hätte den eigentlich gerne lieber behalten. Das ist seltsam. Was könnte sie so lange aufgehalten haben? Ich schätze, das spielt keine Rolle. Ich bin einfach nur froh, dass sie wohl auf ist. Danke, dass ihr euch um sie gekümmert habt. Bin ja jetzt so ein bisschen skeptisch geworden, was die Schwestern betrifft. Können wir nochmal... Ne, das ist nur ein normaler Barbar. Können wir nochmal mit dem Chef reden. Aber wahrscheinlich ist hier nichts Neues. Hier ist Dugard. Ne. Okay, ja. Dann machen wir uns auf zu diesem dritten Ort. Wo kommt man hier nochmal raus? Hier kommt man raus. Und suchen die... Ja, eigentlich ist es ja dann die vierte Schwester, ne? Da gab es auch noch einen richtigen Hinweis. Ich hatte mich ja gewundert, wenn wir drei Artefakte brauchen, wie wir jetzt an drei kommen. Aber die eine Schwester, die hatten wir ja schon gerettet und die hat das vermutlich mitgenommen. So, da sind wir und wir wollen uns jetzt hier aufmachen zum Hügel der Vergessenen. Und da geht es von hier aus in Richtung Süden. Das ist ziemlich offensichtlich. Dementsprechend... schlagen wir diesen Weg ein. Eingestürzter Gang. Hier ist noch ein Skulpturengarten. Ich denke, wir werden jetzt hier keine großen Umwege erstmal machen, sondern direkt dort erstmal hingehen. Weichen einer Zufalls... Achso, friedliche. Ah, du kannst friedliche Reisen. Das habe ich... Das habe ich hier gar nicht gesehen. Das ist ja neu auch. Ja, dann nähern wir uns dem mal. Mal schauen, was die so zu sagen haben. Es können nämlich durchaus auch Händler sein. Der sieht zum Beispiel... Nein, es ist ein friedliches Skelett. Oh Gott, okay. Ein skelettierter Händler. Mal gucken, was der anzubieten hat. Ein Skelett kommt langsam auf dich zu. Sein Schädel ist mit Münzen gefüllt, die in seinen leeren Augenhöhlen funkeln und bei jedem Schritt klimpern. Neben einem Karren mit offenbar wertvollen Gegenständen bleibt es stehen und winkt dir mit seiner knochigen Hand freundlich zu. Hallo, hallo, erlaubt mir, dass ich mich vorstelle. Ich bin der skelettierte Händler. Starrt nicht auf mein fehlendes Gesicht. Seht euch lieber meine Waren an. Sucht euch etwas aus. Kauft. Wer seid ihr? Oh, diese Geschichte ist ebenso traurig wie lehrreich. Das Skelett hebt seinen knochigen weißen Finger. Ich war einmal wie ihr, immer auf der Suche nach Abenteuern, nahm ich mir in dunklen Höhlen, verborgenen Tempeln und alten Ruinen, was mir gefiel. Aber dann brach ich zu einem Abenteuer auf, das meine Karriere krönen sollte. Ich entdeckte den Hort eines toten Drachen mit einem riesigen Schatz darin. Ich hätte ganz Absalon mit diesem Hort kaufen können und halb Restdorf mit dem Kleingeld. Der Besitzer lag tot auf einem Haufen Gold, mit blanken Knochen, wie ich sie heute habe, atemlos und still. Woher sollte ich wissen, dass er nicht wirklich tot war? Naja, eigentlich war er tot, irgendwie. Ihr wisst schon, untot. Ein Drachenliech. Das hätte ich mir in meinen kühnsten Träumen nicht vorstellen können. Er packte mich mit seiner knochigen Klaue und schickte sich an, mein Leben zu beenden. Erst jetzt bemerkte ich die Knochen und Ausrüstungsgegenstände früherer Gäste des Drachen. Und in meiner Panik hatte ich eine brillante Idee. Eine Idee, die 1 Million Münzen wert war. Ich machte dem Drachen ein Angebot. Und er willigte ein. Stellt euch das vor. Wisst ihr, Drachen lieben Schätze.
haben für Schwerter und Rüstungen aber keine Verwendung, also bot ich ihm an, den Krempel für ihn zu verkaufen. Ich versprach, alles, was er über Jahrhunderte angehäuft hatte, in klingende Münzen zu verwandeln. Dem Drachen gefiel die Idee und ich bekam den Job. Allerdings belegte er mich, wie ihr seht, mit einem Fluch. Seitdem bestehe ich nur noch aus blanken Knochen. Aber keine Sorge, ich bin damit ganz zufrieden, um ehrlich zu sein. Ich kann gehen, wohin ich will, rede mit interessanten Leuten und muss den Tod nicht mehr fürchten. Oh, schaut mal, wir können nach dem Hort des Meisters fragen. Wo ist der Hort eures Meisters? Diese Frage habe ich schon oft gehört. Wollt ihr unbedingt, dass eure Waffen auf meinem Karren enden? Falls ja, verkauft sie mir doch einfach. Oder denkt ihr wirklich, ihr findet euer Glück, wo Hunderte vor euch nur den Tod fanden? Wahrer Optimismus liegt allen Schatzsuchern im Blut, auch jenen von uns, die gar kein Blut haben. Das Skelett lacht und klappert mit seinen Knochen. Ich habe meinem Meister sogar vorgeschlagen, Wegbeschreibungen zu seinem Hort zu verkaufen. Gold und Ausrüstung garantiert. Er hatte allerdings kein Interesse, er hasst Gäste. Sie lenken ihn angeblich von seinen Gedanken über die Ewigkeit ab, im Gegensatz zu den klingenden Münzen, die ich ihm bringe. Aber egal, selbst wenn ich wollte, könnte ich euch nicht zu seinem Hort führen. Mein Meister beraubt mich aller Erinnerung an den Weg dorthin. Sobald ich meinen Fuß auf die Straße setze, wird es Zeit, meine Waren aufzustocken, kommt er zu mir. Sehr schön, das ist eine wirklich coole Geschichte. Dann zeig mir mal die Waren. Das Skelett klimpert zufrieden mit den Münzen in seinem Schädel. Mit dem größten Vergnügen. Hier, seht her, sucht euch etwas aus, kauft. Gut, dass wir auch Geld ordentlich dabei haben. Dann schauen wir uns mal das an. Sortiert Preis in absteigender Reihenfolge. Zwergische Säure, Streitaxt. Einhändig. Oh, das ist interessant. Eine schwere Armbrust plus 2. Lykanthropen verderben. Was bedeutet das? Eine Verderbenswaffe ist gegen bestimmte Feinde überragend. Ach so, nur gegen Lykanthropen. Was hat eigentlich Waylon für eine... Warte mal, hier unten ist es ja. Knöchelbrecher. Ja, die ist nicht so doll. Die ist sicher besser, aber für mich nicht 18.500 wert, ehrlich gesagt. Elfenklinge plus 2. Ich meinte, für wen ist das relevant? Eigentlich für niemanden von den Anwesenden. Was ist das hier? Eine schwere Rüstung. Vergleichen wir sie mal mit dem, was Valerie hier anhat. Diese plus 2 Ritterrüstung gewährt dem Träger einen Bonus von plus 2 auf Rettungswürfe gegen alle Zauber der Schule Nekromantie. Das finde ich ganz gut, ehrlich gesagt. Ja, es ist einfach nur eine Verbesserung in einem speziellen Punkt. Aber es ist eine Verbesserung. Okay. Eine mittelschwere Rüstung trägt, glaube ich, niemand von uns hier. Und eine Tartsche. Ja, und was haben wir hier? Ring der Zersetzung. Wirkt der Träger einen Zauber der Kategorie Säure? Ah, das ist auch nicht so. Aber wisst ihr was? Ich glaube, wir machen das mit Valerie. Kaufen wir das Ding. Und verkaufen einfach die Ritterrüstung plus 2 und sind dann bei 9.238 Kosten. Gut. Danke für das Geschäft. Es ist jetzt kein super zwingender Kauf, wie ich zugeben mag, aber es ist eine Verbesserung. Vielleicht würde dir das in irgendeiner entscheidenden Situation mal helfen. Okay, wir können übrigens auch ihren Helm wegnehmen. Aber komm, sie hat den Helm an, dann stehen wir auch dazu. Gut, dann verlassen wir den Ort hier. Das war wirklich eine schöne Geschichte, muss ich zugeben. Was ist denn das? Ein brennendes Pferd, ein mächtiger Albtraum. Ach, damit fährt er sein, damit betreibt er seinen Wagen gewissermaßen. Der zieht seinen Wagen, wollte ich sagen. Wundert mich, dass der Wagen nicht laufend in Flammen steht. So, wir ziehen weiter zum Hügel der Vergessenen. Kommen an eine Kreuzung, sind immer noch nicht erschöpft. Und, oh, schaut mal, der Weg geht noch südlich in diese Berge hinein. Okay, interessant. Okay, dann betreten wir jetzt die Hügel der Vergessenen. Was steht denn eigentlich dazu? Wartet mal, das muss ich mir nochmal angucken.
Der Hügel der Vergessen ist ein uraltes Grab mit einem schauerlichen Ruf. Bei Tag wirkt der Hügel zwar düster, aber doch so friedlich, wie es eine Ruhestätte sein sollte. Reisende, die leichtsinnig genug waren, nachts in der Nähe dieses Ortes zu lagern, berichten jedoch von Stöhnen und Schritten, die nach Einbruch der Nacht aus den Ruinen zu hören sind. Örtliche Legenden erzählen außerdem von ruhelosen Seelen, die von ihren alten Göttern verlassen durch die Hallen des Hügels wandern. Ja, okay. Sowas kennen wir schon. Oh, kein Dungeon, sondern eine kleine Geschichte. Das Grab, das vor langer Zeit Zyklopen in den Fels geschlagen hatten, war vor neugierigen Augen gut versteckt, da die üppige Vegetation den Weg dorthin geschickt verbarg. Hätten wir nicht genau gewusst, wo wir suchen müssen, wären wir ohne etwas zu ahnen vorbeigelaufen. Der Eingang war mit einer riesigen Steinplatte verschlossen, die mit der angrenzenden Mauer zu verschmelzen schien. Allerdings schlossen wir aus einigen struppigen Büschen und entwurzelten Efeuschösslingen, dass sie kürzlich bewegt worden war. Ja, wir wissen auch von wem. Wir sagten das Wort, das uns die gesichtslose Schwester verraten hatte. Genau. Cap bedeutet Dunkelheit. Es ist ein altes, vergessenes Wort einer alten, vergessenen Sprache, wie ein verblasster Knochen einer unbekannten Bestie in der Wildnis. Als wir das Wort ausgesprochen hatten, glitt die Steinplatte fast lautlos zur Seite und gab den Blick in eine feuchte und modrige Dunkelheit frei. Um nicht eingeschlossen zu werden, blockierten wir die offene Tür mit einem großen Stein, was sich als kluge Entscheidung erwies. Just in dem Moment, als wir eintraten, versuchte die Tür nämlich, sich hinter uns zu schließen, was der Stein allerdings verhinderte. Ja, den Trick haben wir ja nun gelernt. Ich finde ihn immer noch, ehrlich gesagt, ein bisschen merkwürdig. Warum öffnet das nicht von innen auch? Naja, beziehungsweise, wenn das so einfach ist, das offen zu halten, egal, lasst uns nicht weiter darüber nachdenken. Hinter der Tür befand sich ein geräumiger Korridor, der einst offenbar Kreaturen gedient hatte, die weit größer waren als Menschen. Die Luft war feucht und die mit Flachrelief und Zeichnungen geschmückten Steinwände waren vollständig von einem widerlichen, öligen Schimmel bedeckt. Durchsuchten wir den Korridor vorsichtig nach Fallen, oder? Ja, machen wir das mal. Gräber und Fallen gehören zusammen wie Feder und Tinte, Barbaren und Raserei oder Beamte und Schmiergeld. Dieses Grab war keine Ausnahme. Es gab zwar keine Druckplatten am Boden oder schwere Steine, die nur darauf warteten, auf uns herabzufallen, aber unter dem Schimmel war ein magisches Symbol verborgen, eines dieser Symbole, die man besser nicht ansehen sollte. Nachdem wir unsere Suche abgeschlossen hatten, untersuchten wir nochmal den Schimmel außerdem. Mitunter sind die Pilze in einem Kerker gefährlicher als jedes Monster. Zahllose Abenteurer sind schon an giftigen Sporen erstickt, wurden verbrannt oder aufgelöst, nur weil sie nicht auf den Gedanken kamen, ein botanisches Lehrbuch zu Rate zu ziehen. Glücklicherweise war der Schimmel in diesem Grab zwar klebrig und widerwärtig, aber absolut harmlos. Mit diesem Wissen gerüstet, überprüften wir den Korridor auf Magie. Unter dem Schimmel an der Wand entdeckten wir mittels Magieblick ein strahlendes Etwas, das eine starke nekromantische Aura verströmte. Es handelte sich dabei zweifellos um eine magische Falle, wie eines dieser Schilder, die man besser nicht lesen sollte. Mit diesem Wissen, ja gut, dann werden wir lieber dem Käufer folgen. Ich meinte, es gab zweimal die Hinweise, dass man sich darauf nicht konzentrieren sollte. Insofern werden wir das auch nicht machen. Folgen wir dem Korridor. In der Mitte der Grabkammer stand ein riesiger Sarkophag, dessen Deckel nicht weit entfernt auf dem Boden lag. In dem Sarkophag lag ein riesiges Skelett, dessen einäugiger Schädel unheimlich an die Decke starrte. In seinen knochigen Fingern hielt das Skelett einen Räucherkessel aus Messing, der ebenfalls die Form eines einäugigen Schädels hatte. Ja, da haben wir den doch. Neben dem Sarkophag entdeckten wir die hagere Gestalt einer in einen grauen Umhang gehüllten Frau. Sie atmete nicht und wir mussten sie nicht lange untersuchen, um die Ursache ihres Todes festzustellen. Die Zyklopen hatten jedem Eindringling, der das wagen würde, ihre
der es wagen würde, ihre Gräber zu plündern, eine böse Überraschung hinterlassen, in unserem Fall in Form eines magischen Todessymbols, das sie neben dem Kopf des Skeletts in den Sarkophag geritzt hatten. Das Symbol muss die Schwester auf der Stelle getötet haben, als diese den Deckel des Sarkophags anhob. Zu unserem Glück konnte die Falle nur einmal ausgelöst werden. Und so untersucht mir die Krypta an den Räucherkessel, um herauszufinden, wozu die Schwestern all diese unheimlichen Gerätschaften brauchten. Versuchen wir es. Da sind wir allerdings nicht ganz so gut, da müssen wir ein bisschen Glück haben. Und wir haben es, sehr gut. Den Zeichnungen an den Wänden nach zu urteilen, verehrten die Erbauer dieses düsteren Ortes offenbar Charon, den gottgleichen Erzdämon des Todes. Bei den Ritualen seiner Diener kamen ähnliche Räucherkessel zum Einsatz. Der aus den Augenhöhlen entweichende Rauch symbolisierte eine zu ihm fliegende Seele. Haben die Schwestern irgendein Ritual begangen? Wollten sie am Ende Charon selbst beschwören? Ein schrecklicher Gedanke. Ja, deswegen wollte ich das Ding ihnen eigentlich nicht geben, aber in der Situation ging es nicht anders. Nach der Erkundung des Grabs untersuchten wir den Leichnam der Schwester. Auch hier ist, das ist sogar besonders schwer jetzt. Mal gucken, ob Tristian dazu in der Lage ist. Nein, diesmal gescheitert. Okay, als wir das Tuch vom Gesicht der toten Frau entfernten, fuhr uns ein Schreck in die Glieder. Die Tote hatte überhaupt kein Gesicht. Stattdessen war da nur eine graue Oberfläche, die an eine primitive Tonmaske erinnerte, mit einem Loch anstelle der Nase und einem Spalt anstelle des Mundes. Welche Macht konnte ihr das nur angetan haben? Da sie nichts von Interesse bei sich trug, nahmen wir den Räucherkessel und verließen das Grab, das nun auch zur letzten Ruhestätte der Frau geworden war, nach der wir gesucht hatten. Und da sind wir wieder. Okay, wir sollen zum Hauptlager der Barbaren zurückkehren. Wir haben alle drei Schwestern gefunden. Das will ich auch tun. Ich will vorher allerdings in unser Reich zurückkehren, um mal nach dem Rechten zu schauen. Deswegen gingen wir zurück des Weges. Und während diesen... Ist das ein Weg? Ach, wartet mal. Doch von hier aus müsste man da hinkommen. Also reisen wir erstmal nach dort. Und jetzt hier in Richtung Baronin-Äste. Wir weichen aus. Okay. Das gelingt uns auch. So. Gleich sind wir da. Anhalten. Jetzt können wir zum Königreich mal schauen. Erschöpfung macht sich auch breit. Aber gucken wir erstmal, was hier passiert ist. Also, eine große Handelskarawane. Das war die Geschichte. Ein Triumph. Der Geschichtenerzähler hat mal was Großartiges geleistet. Die Kaufleute waren begeistert von dem Picknick des Kurators. Besonders beeindruckt waren sie von einem gefragten Philosophen aus der Großstadt. Der Zwerg konnte beweisen, dass alle Gäste nur Ausgeburten seiner Fantasie waren. Kultur plus 8. Das ist nicht übel. Wir können übrigens jetzt von hier aus direkt Baupunkte kaufen, selbst unterwegs. Das ist ja eine krasse Veränderung. Erpresserische Wachen. Ja, das haben wir leider nicht hingekriegt. Dementsprechend ist das ein Fehlschlag geworden. Und auch Amiri hat versagt mit ihren befreiten Schwestern. Den Bauern gefiel das Soldatenleben nicht. Sie zogen zur Grenze, um in benachbarten Ländern Söldner zu werden. Nun gut. Und Jubilost hat uns nicht enttäuscht. Beziehungsweise ging, glaube ich, gar nicht. Kalikes Ausbildung hat sich als unbezahlbar erwiesen. Unsere Geschwindigkeit im Gebirge hat sich erhöht. Hervorragend. Verdoppelt die Bewegungsrate. Sehr, sehr gut. Okay, wow. Die sind jetzt nur einen Tag noch unterwegs. Wir haben jetzt hier bei den Ereignissen nur Harem, der mit uns sprechen will. Aber deswegen werden wir natürlich nicht zurückreisen. Aber, oh mein Gott, was ist denn hier alles los? Bei den Sachen haben wir immer keinen, oder wie war das nochmal? Ich wusste doch schon mal. So, wir gehen jetzt nochmal alles durch und ich meine, wir können auch gleich mal ein bisschen BP kaufen. Ach, schaut mal, das ist ja jetzt, kann man das sogar eintippen. Oh, ist ja fantastisch, ist ja komfortabel. Großartig. So, wir kaufen mal 300. Warum kann ich nicht 300 eintippen? Ach, weil da noch ein 1 steht. Kaufen wir erstmal 300 und sehen weiter.
So, was ist hier kurz passiert? Ich gehe nochmal an den Anfang. Also, das Handelsabkommen kostet 1500. So viel kriegen wir in keinem Fall im Moment zusammen. Das machen wir vielleicht mal später. Die Vereinbarung wollen wir nicht. Ach so, wir sind ja jetzt... Wartet mal. Ah, entschuldigt. Das ist ja alles durcheinander. Gehen wir mal, bleiben wir bei der Wirtschaft erstmal. So, Liebe des Volkes. Hm. Ja, wenn wir nichts anderes haben, okay. Handelsabkommen mit Rasmiran. Ach so, das war diese Armeegeschichte, das wollten wir auch nicht. Unruhe, bringt mich auch nicht weiter. Plus 5 Wirtschaft brauchen wir auch nicht. Genau, das hatte sich damit erledigt. Was ist das hier nochmal? Achso, das war die 1500. Ja, ja, alles klar. Okay, Leute, da haben wir nur im Notfall was. Flüche könnten wir vielleicht jemanden losschicken, oder? Nee, achso, das zeigt das X jetzt an, ne? Ich hatte es schon mal gecheckt, genau. Das geht also nicht und andere haben wir nicht. Okay, wir können natürlich Gebäude ausbauen. Da gab es, ich weiß gar nicht, geht das jetzt eigentlich auch? Da gab es noch den Hinweis, dass wir, wenn wir dieses Portal hier oben haben, brauchen wir natürlich auch ein Portal in der Hauptstadt. Aber ich fürchte, wir haben gar keinen Platz mehr dafür, oder? Wartet mal kurz. Ist das Portal denn überhaupt zu bauen? Ich sehe es gerade nicht. Warum konnten wir das dort bauen? Aha, hier, Magierturm. Genau, das braucht einfach mehr Platz. Und den haben wir im Moment hier nicht. Ich weiß auch nicht. Wir bekommen vielleicht mehr Platz. Hm, das ist doof. Wenn wir hier noch einen Aufstieg haben. Ist natürlich ungünstig. Ich müsste Dinge abreißen, aber das will ich auch nicht. Ha, unschön. Ich gucke mir kurz nochmal an, wie groß das Ding ist. Ansonsten, ich meinte, es wäre auch eine Möglichkeit später, aber dazu brauchen wir ja diese Kleinstadt, ne? Das später irgendwo in der Nähe zu bauen. Da haben wir den Magierturm. Achso, das sind zwei Felder nebeneinander. Ah, ich verstehe. Das ist nicht 2x2. Hm. Gut, vielleicht können wir doch was abreißen. Also, was ist von den Sachen, die hier nebenan stehen? Also, das ist das freie Ding. Wir haben eine Gießerei hier. Bringt Militär und Wirtschaft. Militär und Wirtschaft sind eigentlich Werte, wo wir echt stark sind. Ich würde sagen, wir reißen die ab. Wir verkaufen die. Und haben dann hoffentlich Platz für diesen Magierturm. Und dann bin ich mal gespannt, wie das läuft mit der Teleportation. Ja, ich denke, das ist eine gute Entscheidung. Okay. Gut, dann hauen wir erstmal hier ab. Das haut mich jetzt nicht... Beziehungsweise, das muss ich mir nochmal genau überlegen, wo wir was wie ausbauen. Aber ich will doch nochmal diese eine Wirtschaftssache machen, wo ich sagte, wenn wir nichts anderes haben, dann machen wir das jetzt. Und zwar hier den Grundstein legen. Das geht auch nicht. Am nächsten Tag erst. Tristan können wir hier losschicken. 75 BP, das machen wir. Projekt starten. Und es ist eigentlich nur ein Tag. Wisst ihr was? Wir müssen eh rasten. Wir rasten jetzt mal. Vielleicht ist der Tag schon um. Okay, haben wir immer noch Schokoladeneis. Ist das gut? Plus 3 auf Fertigkeitswürfe. Ja, wie viel haben wir von dem Zeug noch? Butter, Schokolade, ist noch ein bisschen was da. Ja, machen wir. Die meisten Adligen sind nur in ihren Worten edel, aber ihr habt ein edles Herz. Danke. Ganz ehrlich, der falsche Edelmut, den ihr meint, war der Hauptgrund, warum ich weggelaufen bin. Dorthin, wo man nach seinen Taten beurteilt wird, nicht nach seinen Worten, sagt Valerie. So. Der Tag ist allerdings noch nicht vergangen.
Wir könnten natürlich warten, aber so wichtig ist mir das auch nicht. Liebe Leute, ich würde sagen, wir gehen natürlich jetzt zurück, das ist klar. Aber wir schauen vorher noch beim Lindwurmgrab das nächste Mal vorbei. Also, bis dahin macht's gut, euer Steinbein.